Ach so, das darf ich wirklich? Ja. Super. Das ist Janosch Karas, ich bin Maria Auberg, Landschaftsarchitektin und? Ja, wir arbeiten seit mittlerweile Jahrzehnten zusammen und haben uns eigentlich spezialisiert auf die Freiraumgestaltung. Und jetzt, gerade angesichts des Klimawandels, ergeben sich ganz neue, wichtige Fragestellungen. Das Besondere an unserer Arbeit ist ja, im Gegensatz zur Architektur, wo man, wenn ein Objekt fertiggestellt ist, eigentlich hofft, dass das so bleibt, wie es ist, mehr oder weniger. Wir hingegen hoffen, dass es sich verändert. Und diese Schichten der Veränderung, ob es jetzt die Jahreszeiten sind, das Wachstum, die Veränderung oder ob es die Einflüsse von außen sind, es geht heute wirklich darum, dass wir die erhaltbaren Möglichkeiten unserer Natur- und Landschaftsräume kultivieren. Und da ist sehr viel zu tun in Österreich. Also wir machen sowohl ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel für die Akademie der Wissenschaften im Jesuitenkloster, wo wir einen bis jetzt völlig vernachlässigten, unbekannten Raum entdeckt haben und der im Zuge der Renovierung jetzt neu gestaltet wurde. Also das ist etwas sehr Kleines. Wir machen aber auch sehr große Sachen, wie zum Beispiel in Baku, wo wir jetzt in Aserbaidschan, wo wir mittlerweile über 35 Hektar einen Central Park bauen, wo wir kürzlich erst einen Waldpark gebaut haben, wo 6000 Bäume gepflanzt wurden, der wirklich auch klimarelevant ist. Es ist uns ganz wichtig und das wird in Zukunft immer bedeutsamer, der Natur, zum Beispiel in der Stadt, wieder eine Rolle zuzuweisen, die wichtig ist, wo sie nicht nur verdrängt wird vom Gebauten, vom Versiegelten. Erstmalig in Österreich ist die Arbeit mit der Landschaft zu einem Thema der Kunst geworden. Und wir werden weitermachen. Und wir können nur daran denken, dass die Künste zusammenwirken. Kunst darf alles. Aber Landschaft verlangt nach Neuerung. Und daran wollen wir weiterarbeiten.